Ich bin euer Guillaume Grauwut, das ist Nebukadnezar und ich wünsche euch einen zwergischen guten Tag. Und los geht's. So. Brauchen wahrscheinlich mehr Lehm. Und dann werden wir doch mal gucken, ob das nicht geht. Hier ein bisschen mehr Lehm reinzudrücken. So, perfekt. Damit wir die Paläste bauen können. Und los. Das ist Taco. Hier, die sind auch. Oh, die nicht. Denen fehlt ein bisschen von dem Slushy hier. Naja, dem können wir ja Abhilfe schaffen. Warte mal, das sind doch die anderen, ne? Ja. Hier kommt Kleidung rein und hier das grüne Slushy-Ding. Di-di-di-di-di-di-di-di. So, das kommt natürlich da rein. Ob ich jetzt mal, ne? Das ist das. Ah, schwierig. Das lassen wir dann einfach. Lass mir einfach sein. Hier passieren Dinge. Hier passieren andere Dinge. Ja, jetzt brauchen wir da nur noch das Zeug umzusetzen. Hier ist immer voll. Hier passieren auch Dinge. Das ist auch gut. Können mal gucken, ob wir uns nicht noch irgendwo einen Hafen hinsetzen könnten, der uns vielleicht sogar Ziegel bringt. Kupfer. Lehm. Muss er jetzt hier nur noch Bier hin? Und rein. So, dann könnten wir hier auch noch mal so einnehmen. Der dann halt auch Bier da einlagern kann. Perfekt. I wonder how our city will look in 100 years. Ja, dann sieht es hier anders aus. Das ist richtig. Könnten wir ja theoretisch das so machen. Und nochmal eine Runde Be My Civilian da reinbauen, ne?
Feuerwehr. Blub. Du kannst da ausliefern. Und du kannst da ausliefern. Ja, können wir hier das machen. Und das. Dann können wir das auch machen. So haben wir das erledigt. Können wir eigentlich weiterbauen, ne? So. Ah, Junge. Perfekt. Ziegel, Ziegel, Ziegel. Wenn das so ziehen könnte wie Gebäude. Aber das ist bestimmt nicht vorgesehen. Ich kenne das doch. So, und dann zack. Darüber. Und easy. Schauen wir gerade. Wer ist denn hier nicht auf der Karte? Was fehlt euch denn? Gold. Eigentlich sollte das gar kein Problem sein. Und dem kann man ja Abhilfe schaffen. So, perfekt. Wie viel haben wir denn hier? Oh ja, ordentlich was. Wie groß die hier werden können, die Tempel, ne? Die Frage, was wird hier eigentlich für Dings gebraucht? Für Stein. Okay, dann lassen wir das erstmal so, wie es ist. Na, ist das eigentlich nur noch warten?
Okay, wie sieht es denn hier aus mit der Kriminalität? Sehr bescheiden eigentlich. Dann machen wir das halt, ne? Können mal gucken, wie das hier so mit Fire Departments ist. Sollte funktionieren. So, haben wir das auch geregelt. Dann haben wir hier noch eine geile Ziegelei hin. Oh ja, jetzt muss man das ja alles noch umbauen. Ich glaube, als nächstes spielen wir wieder irgendwas actionreicheres oder so. Die Mission zieht sich jetzt auch schon so ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so viel besser ist, aber das werden wir sehen. Rüsten wir die halt alle um, ne? Die Frage, können wir irgendwo die Segel noch woanders hinbringen und die verkaufen? Schauen wir doch einfach mal. Will einer Siegel haben? Oh ja, doch sogar. Sehr gut sogar. So, haben wir erledigt. Jetzt sind aber alle von unseren Häfen voll zugedingst mit Sachen. Naja. Sieht das eigentlich hier oben aus? Oh ja. Könnten aber auch einen kleinen Hafen irgendwo hinbauen. Der braucht ein Dreierfeld, ne? Naja. Dann machen wir das doch. Schade, dass man das jetzt hier nicht alles wegklicken kann. Das wäre halt super witzig. Damit das mehr so übersichtmäßig was hat, ne? Ja, Fisch wird ja leider nicht verkauft, also.
So. Siegel, Siegel. Easy. So, und jetzt bringst du mir die einfach bitte hier rüber. Danke. Und dann werden wir die verkaufen. Und zwar an irgendwen, der sie haben will. Der sieht doch sehr hungrig aus danach. Ja, das ist jetzt die Sache mit der Brandgefahr, ne? Ja, perfekt. Unsere Wirtschaft, die boomt. Und alles andere kommt dann jetzt auch. Mensch, Kria, und du brauchst doch gar nicht so hoch zu bauen. Scheiß. Dann wären wir auch viel, viel schneller fertig. Aber ich will. Hast du ein Problem mit Gigantomanie? Nein. Ich mag nur große Gebäude. Können ja ein Krankenhaus bauen. Und damit sollte da auch Genüge getan sein. Oder auch nicht. Na, ja, wird schon schief gehen. So, dann wollte ich eigentlich mal gucken. So. So. Ein paar kleine Eingänge hier reinzumachen. Ist da nochmal hin? Ja, leider nein. Ja, dann bleibt das jetzt so. Eins, zwei, drei, vier. So, und dann wird das hier aufgeschüttet.
Dann will ich so ein paar geile Treppen hier haben. So und so. Perfekt. Genau so will ich's. Dann bauen wir hier schön alles zu, machen eine Riesenfestung hier rein. Wie viel kommen wir? Och, da ist ja noch ein bisschen. Was ist das hier eigentlich? Der Streik hat sich auch wieder gelegt. Das ist ja super. Und noch eins hoch. Dann machen wir das so. Etage entfernen. So. Eins, zwei, Doppeltür. Hier kommt ein Doppelschrein hin. Damit wäre das Ding theoretisch auch schon fertig. Wir wollen ja eigentlich ein großes Ding hier hinbauen, ne? Keine Ressourcen mehr. Ja, heißt eigentlich nur noch abwarten. Wie sieht das denn eigentlich hier aus? Okay, da sind die Sachen drin. Haben wir denn hier irgendwie einen Notstand oder so? Ja, funktioniert. Ja, ich weiß auch nicht, was wir jetzt noch bauen wollen würden. Wir könnten hier noch ein bisschen drumherum bauen. Das können wir machen. Ups. Ups. So, wir hatten ja hier erst das. Dann so einen geilen Baum hier. Ja, dann schenke uns was. Das ist schön. Ja, mach mal. Ja, ich habe Parkarchitekt bekommen. Können wir mal schauen, was das Ding genau besagt. Lüdelüdelüd. Oh, 200 Dekorationen. Mit 20 verschiedenen Sachen. Ohne, dass das dekorative Straßen sind. Okay, was gibt's da noch? 117 Erfolge offen. Viele davon sind einfach nur Kampagne. Kampagne.
Wir müssen dann noch irgendwie 20.000 machen am Umsatz. Schauen wir doch mal gerade, wie sieht denn das hier aus? Was ist denn hier drin? Fisch? Achso. Warte mal, wir haben noch irgendwo noch Bier im Petto, oder? Kaufen wir dem jetzt mal hier Bier. Los, rein. Rein. Beziehungsweise. Egal, weiter geht's. Jo, easy. Machen wir. Oh, wieder was zu bauen. So, und dann machen wir so Treppen rein. Dann machen wir das so. So und so. Und nächste Ebene hoch. Wird ja nach oben hin immer kleiner, ne? Was ist das? Komm, die schmeißen wir einfach raus. Siegel. 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 Und da ist auch Siegel. Maybe we should carry fleece instead. Or do they? Don't care. Ein grandioses Fest. Jo, mach das mal. Das sieht gut aus. Das machen wir. So und dann so. Ein riesen Ding hier hin. Noch ein bisschen. Ah. Ja. Perfekt. Dann muss das laufen. Und ein Jahr. Okay.
So viele Ziege sind nicht nötig. Aber ich hab Bock drauf. Dann können wir hier passen. Ah ne, müssen wir ein kleines hinsetzen, ne? Ja. So. So, und dann Portalo. Und noch oben einen draufsetzen. Damit man wunderbar weit gucken kann. Ist noch, ja, leider nicht, ne? Ja, gut, das ist direkt wieder voll. Jetzt können wir das noch so ein bisschen decoraten. Und das kriegst du gewidmet. Können wir das dann? Ah. So. Muss man ja nicht die ganze Zeit dann da dran haben, ne? Weil die können dann schön hier rein löten. Perfekt. Ja. Das ist jetzt, also, jetzt sind wir wieder, Film hieß mit so Zombies, in so einer Kneipe. Tarantino. Der war witzig. So. Die Ecken jetzt hier auch mal langsam fertig. Wie läuft das jetzt?
Achso, ja, macht ja schon, ne? Okay. So, perfekt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Der Punkt mit der Symmetrie ist halt hier so eine Sache, ne? Ja gut, dann machen wir das so. Okay, dann so. Alles gut. Jetzt kann ich euch Pause machen. Eigentlich soll das Ding ja durchrudern. So, was machst du denn hier eigentlich noch? So. Du deckst das ab und das. Das heißt, Adam Riesling, Eva Zwerg. Dann an der Verwaltung hin. So, und jetzt wachsen die hier hoch. Perfekt. Wir machen einfach übelst viel Credits hier, ne? Kann das? So. Und weiter geht's. Ach so, okay. Ja, läuft doch. Vielleicht sollten wir hiervon noch ein paar bauen. Vor so einer Siegelwerkstatt.
Tim, 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 Tim. Und wir sagen an dieser Stelle bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war euer Georg Grauwut und mit Nebukadnezar. Und ich wünsche euch noch einen zwergischen guten Tag. Ciao, ciao. Bleibt gesund.